Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal kein Upcycling. Heute möchte ich mit euch gerne in diese Jacke einen neuen Reißverschluss einnähen, weil der hier unten kaputt ist und sich nicht mehr richtig einfädeln lässt. Es gibt zwar auch verschiedene Möglichkeiten, das ja zumindest für eine Zeit zu reparieren, irgendwie die einzelnen Häkchen rauszutrennen oder wieder festzuklipsen, aber das ist meistens nichts auf Dauer. Und deswegen möchte ich mit euch heute gerne einen neuen Reißverschluss einnähen. Ganz wichtig ist, dass wir uns vorher einmal die Jacke anschauen, wie der Reißverschluss denn verarbeitet ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel hatte ich hier jetzt auch mal eine Jacke, wo der Reißverschluss hinterlegt ist. Oder einfach eine Jacke, wo der Reißverschluss hier so reingesandwicht ist. Also ganz wichtig, schaut euch die Jacke genau an, schaut euch an, wie der Reißverschluss verarbeitet wurde und dementsprechend müssen wir dann auch das Ganze wieder raustrennen und dazu ist eben ganz wichtig der Nahtauftrenner und der Clipser und dann starten wir mal. Ich habe jetzt hier in meinem Fall eine Kindersportjacke und habe mir auch einen passenden Reißverschluss in der gleichen Länge besorgt. Ganz wichtig, der muss teilbar sein und der wird dann später eingenäht. Jetzt versuche ich mir natürlich zu merken, wie der Vorgänger oder der Originalreißverschluss eingearbeitet wurde. In meinem Fall ist es relativ einfach. Der ist einfach draufgenäht worden und die Reißverschlusskante ist nochmal umsäumt worden mit einem Stück Stoff. Also der ist hier quasi nochmal eingefasst worden. Genau, und das trenne ich jetzt einfach mal alles auf in die Einzelteile. Ja, der Anfang ist wirklich das Schwierigste. Und jetzt schaut das bei mir so aus. Jetzt habe ich hier die verschiedenen Lagen. In meinem Fall ist hier nochmal zwischen der Jacke und dem Reißverschluss so ein Paspelband mit eingenäht. Muss ich dann später mal schauen, ob ich das beibehalte und wieder mit einnähe oder ob ich das dann einfach weglasse. Das werde ich mir dann einfach mal feststecken und schauen, wie es dann später ausschaut, mit und ohne. Genau, und dann trennen wir uns den Rest weiter auf und die andere Seite eben auch. So, dann habe ich meine Reißverschlüsse beide Seiten rausgetrennt. Schaut ein bisschen aus wie ein Schlachtfeld, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich werde jetzt einfach mal hier die kleinen Fädchen noch entfernen, damit ich schön Übersicht habe, wie das dann später ausschaut. Und dann fange ich mal an, mir meinen Reißverschluss festzustecken. Also erstmal ein bisschen säubern hier, die kleinen Fäden entfernen. Und dann schon mal feststecken. Und dann entscheide ich dann auch, ob ich dieses Paspelband wieder drin haben möchte oder nicht. Also ich habe mich jetzt mal gegen das Paspelband entschlossen, weil es auch einfacher ist, den Reißverschluss wieder anzunähen. Ich habe erst überlegt, warum das da ist, ob das einen mechanischen Hintergrund hatte, dass quasi die Jacke sich nicht in den Zähnchen verhängt. Aber ich glaube, es ist einfach nur eine optische Geschichte gewesen und ich finde, das braucht es nicht und vereinfacht mir das Ganze auch. Gut, jetzt habe ich hier innen drin noch eine rohe Kante. Die hat sich beim Auftrennen quasi sichtbar gemacht. Aber ich habe hier einen synthetischen Stoff. Ich möchte den jetzt mal nicht abketteln, sondern ich nehme mir einfach ein Feuerzeug und gehe hier an der Kante entlang und verschweiße das quasi, damit sich da später nichts mehr auftrennt. Und dann brauche ich da auch nicht mehr machen. Dann als nächstes hole ich mir Klammern und Stecknadeln und dann werde ich mir hier einfach mal den Reißverschluss von unten an die richtige Höhe anlegen. Hier unten auch dieses Saumband schön einlegen, damit das schön verschlossen ist. Und dann eigentlich nur noch festnähen mit einem Geradstich in der vorhandenen Stichkante sozusagen.
Einfach schauen, wo vorher genäht wurde, und da setze ich auch meinen Stich rein. Jetzt zeige ich euch auch noch, wie ich das Ganze festgesteckt habe. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen bei dem schwarzen. Also unten, das ist so ein elastisches Band, so ein Einfassband. Und das habe ich dann hier quasi einmal auch außenrum gelegt. Das muss auch schön festgenäht werden, damit es unten schön Halt hat, weil hier unten ist ja oft am meisten Belastung dann da drauf. Genau, dann einfach vom Abstand her gleichmäßig nach oben hingesteckt. Von unten schaut das so aus. Hier ist unten drunter mein verschweißter Abschluss. Genau, dann einfach aufgelegt und festgesteckt bis oben und hier oben auch wieder drauf geschaut. Da ist ja dann das Kinn schön hier einfach den restlichen Überschuss von dem Reißverschluss habe ich umgeknickt und nach innen gelegt und dann einfach nochmal schauen, dass hier keine Kante ist, wo dann später stört. Genau, und dann nehmen wir uns das einmal gerade nach unten ab. Nachdem ich hier oben ein Stück von meinem Einfassband aufgetrennt habe, muss ich das auch wieder zunähen. Das heißt, ich fange hier oben an, nähe das Einfassband runter und kipp dann nach unten ab und nähe den Reißverschluss fest. Und dann habe ich auch schon eine Seite fertig genäht. Wie ihr seht, habe ich hier oben meinen Abschluss und hier meine Naht einfach abgesteppt. Ja, zum Nähfüßchen könnt ihr natürlich einen Reißverschlussfuß nehmen, aber ich habe jetzt hier einen großen Abstand zu den Zacken und deswegen brauche ich kein extra Reißverschlussfüßchen. Deswegen habe ich mein Füßchen einfach dran gelassen, weil der Abstand sich gut ausgegangen ist. Und die erste Seite ist schon mal angenäht. Dann geht es noch zur zweiten und da verfahre ich genauso wie bei der ersten. Jetzt nähe ich mir gerade schnell noch die andere Seite an und wenn euch da der Reißverschluss-Zipper im Weg ist, einfach die Nadel absenken, Füßchen nach oben, Zipper nach hinten und dann seid ihr auch schon dran vorbei und ihr könnt einfach weiternähen. So schaut mein Ergebnis jetzt aus. Der Reißverschluss ist eingenäht und funktioniert wieder einwandfrei. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dazu inspirieren, eure Klamotten auch zu reparieren und nicht wegzuschmeißen. Und würde mich natürlich über ein Abo freuen und natürlich auch euch bei den nächsten Videos wiederzusehen. Macht's gut!